Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder einiges getan und ich sehe gerade, ja, wir können schon mal Mais ansammeln. Sehr schön. Ist natürlich nicht genug für unsere Aufgabe. Ach so, haben wir die Baumwolle angepflanzt? Das ist auch Mais, ne? Das waren Erdbeeren. Doch einmal haben wir Baumwolle angepflanzt. Oh, Moment. Das können wir auch noch machen. Stimmt, das haben wir in der letzten Folge vergessen, wieder einzusammeln. Ah. Okay, okay, okay. Wir gießen jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal eben alles. Honig, denke ich mal, wird noch nicht... Naja, nee. Der braucht noch sehr, 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 sehr lange, bis der fertig ist. So, die große Frage ist jetzt nur... Achso, Zuckerrohr hatte ich auch angepflanzt. Gut. Das ist schon mal gut und wichtig. Die Frage ist, wie viel brauche ich... Achso, das waren nur 4 Stück, die ich für ihn anpflanzen sollte. Ja, cool. Dann würde ich sagen, dass wir hier definitiv... Achso, oder wir bauen Zuckerrohr ein. Mais hatte ich ja jetzt nur überlegt, weil wir das ganz gut verkaufen können. Aber... Ich würde mal sagen, dass wir hier Zuckerrohr tatsächlich reinmachen. Oh, das ist doch nicht wahr, dass du da nur 3 oder 4 Mal noch was mitmachen kannst, plötzlich. Wir müssen mal schauen, dass wir nochmal Barren machen. Ich weiß nicht, wie viele wir davon noch haben. Damit wir dann... Na? Nein, nein. Du sollst das machen, wo ich vorstehe. Damit wir dann unsere Gießkanne mal tauschen können, weil das ist ja schrecklich. So, habe ich da... Ach nee, das sah nur so aus. Okay. Gut, Kitty, du kriegst die tägliche Streicheleinheit. Oh, who's a good kitty? Und vor allen Dingen, wer ist eine eingebildete Katze, so wie sie guckt, ne? Ein bisschen Katzenfell, das ist schön. Letztes Mal haben wir auch gar nicht geguckt. Genau, da oben ist auch noch mal wieder eine Blume. Sehr schön. Das Problem ist, die Werkstatt ist natürlich jetzt an einem Sonntag garantiert geschlossen. Oh, nervt mich das schon wieder, dass man nichts machen kann von dem, was man machen möchte. Ja, wir kommen auch nicht weiter mit unseren Küken, weil der Typ ja auch es nicht für nötig hält, mal zu arbeiten. Der steht ja immer nur da und... Lässt 24/7 irgendwie seine Tiere da machen und 2 Tage die Woche geht er dann mal arbeiten. So habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, er ist heute wieder da. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir gucken auf jeden Fall gleich. Wir gucken hier aber jetzt nochmal eben... Ah, sehr, sehr, sehr geil. Dass wir noch was Unkraut bekommen. Was bist du denn hier? Dich können wir... Doch, dich können wir auch nehmen. Da war doch gerade auch noch was, genau. So, ansonsten sehe ich jetzt hier nichts. Okay, doch, Moment, halt. Den Stein können wir doch noch einsammeln. Dann machen wir das doch auch. Ach, da sind schon wieder neue Bäumchen gewachsen. Oje, oje. Ich komme nie dazu, das da mal machen zu lassen. Thomas, was ist mit dir? Wir haben früh am Morgen. Du müsstest eigentlich bei deinen Gemüsebeeten sein. Sehr schön bist du auch... Könntest du mir auch gerne mal ein paar Tomatensamen oder sowas geben? I left my best spade outside in the rain last week. Rookie mistake. Leads to rust. But when I went to get it, the thing was propped up outside my door. Dry as a bone. Oddest thing. Wir wissen ja wofür, ne? Ach so, nee, Geld habe ich jetzt aber noch kein neues bekommen, deswegen machen wir das noch nicht. So, nicht wofür, sondern wer das gemacht hat, das wollte ich sagen. Der Typ ist immer, ich dachte, der wäre am Sonntag da. Ach, erst ab 9 Uhr. Oh. Ist das euer Ernst? Dann gehen wir vorher nochmal kurz an den Strand runter. Ich könnte zwar jetzt auch die Zeit umstellen, wobei der sowieso jetzt ziemlich schnell umschwenkt, habe ich das Gefühl. Aber wir gehen ja trotzdem nochmal eben gucken. Oh, hi Leute. Hi, Juliet. Are you helping your mom out with summer festival prep? Nah, only because she asked me to. Big parties are not my thing. I do like the legend, though. I wish more stuff like that happened these days.
nein. Ach, Mann. Ich will dem unbedingt hinterher, Mann. Bevor der jetzt gleich wieder irgendwo hinweg ist. Der ist jetzt bestimmt zum Strand gelaufen, oder? Er ist nämlich nicht mehr hier. Oh, ja. Dann können wir auch direkt mit dem Typen eben sprechen und Küken holen. Na. Na gut. Hi. Are you here to buy your first chick? Yes. Danke, dass du endlich mal arbeitest. Yes, if they're still available. Oh, they sure are. I wouldn't mind someone taking a few of them off my hands. I mean, they're cute the first few days after hatching, but once they really get to pooping. Are you trying to make me change my mind? No, sorry. Just running my mouth. Die können wir ja noch nicht machen, weil wir nur diesen einen Stall haben, denke ich mal. Ne? Also holen wir uns jetzt ein Küken. Steht zwar Huhn, aber es ist ein Küken. Just like you asked for. A single chick. Oh no. I shouldn't say that, should I? That's offensive. Here is one young chicken. I think it's fine in this context. Now, what would you like to call her? Glucke, genau. Marty. Marty hört sich nach Mann an. Etwas anderes? Flügelspiel. Flügelspiel hört sich ganz cool an, irgendwie. Ach komm, ich nehme jetzt Flügelspiel. Play. Well, that's not what I would have called her, but suit yourself. I also brought you some feed, free of charge. You fixed up my ranch after all. This is the least I could do. That's very kind of you. Remember, you have to feed your animals every day. They're just like us, turns out. If you take good care of this chick, she'll eventually turn into a laying hen. Omelets for breakfast every day. Oh, and once you've gotten a handle on chickens, I can sell you cows, too. But for that, you better get Parker to build you a barn. Here's a blueprint. Stop by my ranch if you want to buy animals or some feed for them. Yeah! Ja, ja! Ein Herz für Üna. Aufgabe abgeschlossen. Yes! Butterfass kann ich auch machen, okay. Hallo, kleines Küken. Nicht weglaufen. Oh, ist das süß. Kann ich dich auch lieb haben? Oh, ist das niedlich. Sie toucht da zwar so ein bisschen so buff, 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 aber das ist cool. Ja, und wenn Parker mal arbeiten würde, könnte ich bei dem auch mal vorbeigehen und könnte da auch mal was beantragen. Aber der hat ja seine Werkstatt am Wochenende nicht geöffnet. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich muss jetzt mal eben aber noch mal gucken. Moment, das können wir noch nicht machen. Das war, wir brauchten schwarzer Tee, glaube ich, und ich habe es schon wieder vergessen. Ich muss noch mal eben nachgucken. Es tut mir wirklich leid. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich habe den Zettel nicht mehr. Deswegen mache ich mir das Ganze jetzt auf einen neuen Zettel und werde den wahrscheinlich dann auch irgendwo wieder verschlampen. Ich bin mir nicht sicher. Okay, also, wir brauchen einmal schwarzen Tee. Honig ist klar. Darauf müssen wir ja eh noch warten. Und Zitrone war das andere. Ah, ja, genau. Zitrone, okay. So, ich hoffe, dass ich die Sachen diesmal dann wenigstens behalten kann. Also den Zettel behalte, meine ich. So, dann gehen wir jetzt mal ins Dörfchen. Wir machen das mit dem Strand, was ich eigentlich machen wollte, machen wir als letztes, würde ich sagen. Ach so, haben wir denn noch irgendwas, was wir hier machen können? Das können wir noch nicht, weil das ist noch nicht voll. Das würde ich gerne, aber der ist garantiert nicht am Arbeiten. Eigentlich würde ich gerne den Sonntag jedes Mal überspringen. Das ist für mich am einfachsten. Dann kann ich nämlich weitermachen mit dem, was ich machen möchte. Hier ist ja alles geschlossen heute. Hallo? So geht das aber nicht. Also selbst der Blumenhändler hat bei uns sonntags geöffnet. Ja, also das war dann mal ein Satz mit X. Dann gehen wir mal direkt weiter zum Wald, würde ich sagen. Dann nehmen wir dann auf jeden Fall das Holz, was hier so rumliegt. So, gucken dann auch nochmal, ob ich heute Nacht eventuell... Immer noch nicht. Na gut. Ist da irgendwas hinter? Nee.
Okay, der Wald. Oh, hier kommen endlich mal neue Bäume. Oh, wie geil. Okay, und ich sehe gerade was anderes, nämlich wir haben noch einen Fliegenpilz. Ich meine, theoretisch hätten wir, glaube ich, einen bei ihm kaufen können, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und das, die andere Sache ist natürlich auch, wir brauchen dafür Geld. Und wir haben ja jetzt im Moment nicht so wirklich Geld, weil wir brauchen das Geld ja noch. So, Fliegenpilze. Ich brauche. Achso, er brauchte Fliegenpilze. Warum geht dich nichts an? Okay. Ja. That sure is a nice surprise. I'm grateful. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gemacht. Kids must be bored already with school out. Seen Juliet round here a fair bit, but maybe she just wants a quiet place to practice her music. Still waters run deep with that one. Ja, diesmal drücke ich nicht Escape, um aufzustehen. Ich weiß nicht, warum ich immer Escape drücke. Bei den meisten Sachen ist es nun mal so, ne? Ach so, ich sollte auch nachts, glaube ich, nochmal da reingehen, damit, wenn ich dran denke, mache ich das in dieser Folge nochmal eben schnell. Damit wir das nochmal auffüllen können zwischendurch. Sonst meckern die mich wieder an. Du bist jetzt schon so lange nicht mehr im Zirkel gewesen nachts. Du musst dich um den Kessel kümmern. Ja, so ein nettes Schreiben habe ich ja schon vor einigen Folgen bekommen. Es war ein netter Hinweis darauf, dass ich das noch machen musste. Ach, die sind jetzt alle in der Kirche. Oh Gott. Ain't no mountain high enough to keep me from reaching the pinnacle. Go, with logic in your minds and your eyes on the path. Ja, ain't no mountain high. Können wir jetzt auch mal mit dir... Hallo, ich will mit dir sprechen. Ja. Das ist eine Kaffeemaschine, sicher jetzt erst. I always get so excited for the summer festival. Ukrainians have Kupola night, which is pretty similar. My neighborhood in the city was mostly Ukrainian. Every summer we did a dollar store version of Kupola night in someone's backyard fire pit. Who doesn't like hanging out around a big fire? Okay, jetzt nehme ich mal kurz dich. Nein, 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 da, weg, aus. I'm never quite sure what to do with myself when school's out. Plan Otto's taxes, organize the closets again, move ahead on that kitchen renovation. You could take a real break, just like your students. Oh no, I'd be terribly bored. Mhm, Workaholic. Ich meine, kenne ich mich mit aus, bin selber einer, aber ist nicht gut. Meersoft, does the new rancher seem a bit odd to you at all? Huh? Odd? No, he's a bit green, but so were you not long ago, eh, Tara? I guess that's a good point. Exactly. He's a totally normal guy who decided to be a rancher out of the blue, and it's our good fortune that he moved here. Mhm. Ja, zumindest für meine Küken stimmt das. Do you have to make anything for the summer festival? I used to, but I tapped out of summer festival prep a few years back. Don't tell Lena, but the festival creeps me out. So, bei dir müssen wir noch was abgeben? Oder kriegen wir was Neues? Hi, Tara. Good to see you here. Do you come often? Not really. Well, that's okay. Everyone has to walk the path at their own pace, as Messenger Cameron says. I grew up going to Mass, so it took me a while to feel comfortable here, knowing my parents won't approve. And Francis's snarky remarks don't help. Er sollte dich respektieren, ja. Das stimmt allerdings. Aber gut, wir wissen ja, warum er solche Sprüche macht. Hey, you're entitled to your beliefs. Don't worry about what others think. Don't worry about what others think. Hello, have you even met me? I can't help it. But you're right. I shouldn't care so much. Look, I feel real acceptance here. Like I can be in charge of my own destiny, you know? It's about hope. Oh, sehr schön. Wir haben noch ein Herzchen auffüllen können. Ja, ach so, mit dem Pfarrer selber müssen wir auch noch sprechen, ne? The Consciousness Center is a gorgeous building, but it sure gets hot in the summer. I wonder how the old congregation stood it. My grandpa took me to a few services when I was little. It was so hot, I just napped the whole time. So, there's your answer. Auch nicht schlecht.
Aber stimmt schon, wenn es sehr warm ist, neigt man ja doch eher dazu, eher einzuschlafen. Ah, da ist noch was dran. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall nichts machen. Okay. Tja. Frage ist, wo sind jetzt die anderen? Alle die, die jetzt keine Lust haben, da hinzugehen. Oh, wir können Fischstäbchen verkaufen. Ah, hi erstmal. Hallo, darf ich dich sprechen? Hey, heard there's a new rancher. Marty's something or other. Word travels fast in this town. Yeah, well, Thomas said something about one of Marty's sheep escaping and eating the lettuce that just sprouted in Thomas's garden. Oh no. This is going to go really well. I can already tell. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber die Nachrichten verbreiten sich wirklich sehr, sehr schnell. Ich meine, immerhin ist der Farmer jetzt schon eine Woche auf zwei da. Vanessa was in charge of the summer festival last year. It was very classy and understated. That sounds festive? Not at all. At least it rained and we didn't have to feel guilty about leaving early. Okay. Okay, wir wollten eigentlich gar keine Fischstäbchen verkaufen. Ne? Wir wollten die eigentlich benutzen. Aber wir verkaufen trotzdem mal eins, damit wir wieder ein bisschen mehr Geld haben. So. Ach, hier unten sitzen sie alle, okay. What's up? You seem distracted. Don't mind me. Just looking at flights to Japan. You're planning a visit? Take me! Not actively planning. I just haven't been back in 10 years. Wouldn't mind seeing all my cousins again. Ich habe da keine Verwandten, aber ich komme gerne mit. Also mit ihr jetzt nicht unbedingt, aber grundsätzlich, ich würde da gerne hin. Mit dir habe ich, glaube ich, schon auf der Brücke gesprochen, oder? Kann das sein? Ah, the water's finally warm! Well, as warm as it gets here. Back home, the water is warmer in winter than the water here is in summer. Doesn't that, like, blow your mind? Es hört sich auf jeden Fall fantastisch an. Daddy keeps wanting to take us to the Consciousness Center. But Mommy says we don't have to go if we don't want to. I think Mommy's right. Cameron's sermons are so boring. Ja, da hast du leider recht. Chicks are small, but they can still run pretty fast. Especially when you're chasing them. Don't tell Marty that. Mhm. Ich habe jetzt auch welche. Sag mir das auch lieber nicht. Also eins habe ich. Ich habe keine 20.000 Küken, aber naja. Okay, dann gucken wir nochmal hier unten am Strand, ob wir da noch irgendwas finden. Wir müssten ja theoretisch noch hier den Angler, den müssten wir doch auch noch irgendwo treffen. Ah ja, und dich auch. Dich habe ich vergessen. Oh, great. Now we have someone raising a bunch of animals nearby? Hey, what's wrong with animals? Nothing. It's just that my neighbor used to keep them. Okay. Und was war jetzt daran so schlimm? Ich weiß ja nicht, was er für Tiere hatte. Ich meine, Katzen machen jetzt eigentlich nicht so Ärger. In der Regel allerdings nur. Also, ich meine, Katzen können auch Ärger machen, ne? Gerade wenn es jetzt eine weibliche Katze ist, die rollig ist oder so. Oder ein Kater, der ist rollig und der riecht alles von draußen. Das kann natürlich auch passieren. So, da ist er doch. Hi. Do you remember going fishing for trout in the summers with your grandpappy and me? Not really. Well, you did sleep through most of it. Those were real pleasant afternoons. Robert and me running our mouths and you snoring at our feet. Das ist irgendwie niedlich. Okay, wir angeln jetzt hier auch nochmal so ein bisschen, ne? Ich meine, er angelt an einer Angelstelle, die keine Angelstelle ist. Wir holen uns jetzt hier direkt
den Fisch oder Tintenfisch oder was weiß ich. Ich meine, Tintenfisch ist ja auch ein Fisch. Denke ich, ne? Hat nichts. Och nein, jetzt haben wir eine Venusmuschel geangelt. Mann. Die brauchen wir doch eigentlich für was anderes. Die will ich nicht ausgeben. Hier ist aber noch ein größerer Fisch drin. Das Problem ist, ich möchte gerne noch so ein bisschen Fische nebenbei sammeln, damit wir dann auch wirklich in der Mine nochmal weitermachen können. Das habe ich mir für heute, wenn denn nichts anderes so ansteht, ne, also dass jetzt hier irgendwas Wichtiges ist, was uns jetzt die Zeit raubt, dann würde ich das nämlich gerne heute machen. Keine Sorge, ich werde das Ganze offline machen. Da können wir auch nochmal eben. So, wenn ich natürlich was finden sollte, dann... ich dachte gerade schon, der eine geht da dran. Dann werde ich euch das natürlich wieder einspielen. Yes! So, was haben wir? Na? Okay, der ist zwar auch teuer zu verkaufen, aber Blaubeeren gibt es wieder nicht. Jetzt haben wir schon einige Tage hintereinander keine Blaubeeren mehr gehabt, oder? Kommt mir das nur so vor. So, da hinten haben wir alles kleine Köderfische. Oh, hier ist nochmal... Ja, den nehmen wir doch gerne mit. Das Krustentier. Oh. Muss man jetzt noch mehr dazu sagen? Ich habe mich so darauf gefreut zu angeln. Hab schon fast vergessen, dass da immer mal wieder diese lästigen Rezepte dazwischen kommen. Und bäm, schon ist wieder eins dabei. Flup. Ich denke dann immer, das geht runter und der kleine Fisch beißt aber trotzdem noch an. Deswegen muss ich dann immer hang on. This isn't a fish. It's some kind of recipe. Okay, sieht aber lecker aus. Das ist, denke ich mal, Melone oben links, ne? So, haben wir hier unten auch noch eine Angelstelle? Ja, da ist sogar was Größeres drin. Und schon sind wir hier quasi wieder... Och, nein. Das war dann der Doppelwumms, ja? Oh, got one. Och, Leute. Ich meine, ich finde das toll, wenn ich Rezepte kriege, aber ich brauche Fische. It's a recipe. Wie kann ich... Naja, gut, okay, Koriander, gut, ist ein Gewürz. Aber wie kann ich denn irgendetwas kochen? Also speziell jetzt zum Beispiel ein Fischgericht, wenn ich überhaupt gar keine Fische hier angeln kann. Das geht doch nicht. Oh, yeah. Ganz schnell reinholen, bevor hier doch noch ein Rezept reinkommt, ey. Boah. So. Mann. Schrecklich. Also auf der einen Seite natürlich cool, weil man die Sachen dann bekommt. Aber auf der anderen Seite schrecklich, weil das immer genau dann kommt, wenn man es gerade so gar nicht gebrauchen kann. Ja, was auch schrecklich ist, dieses Ausrufezeichen oben rechts permanent zu sehen. Und zu wissen, dass man es gar nicht abschließen kann, weil mal wieder Wochenende ist. Mal wieder der Samstag erst vorbeigehen musste. Mal wieder der Sonntag heute auch noch vorbeigehen muss. Und jetzt läuft sie irgendwie gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, sie wird immer langsamer, je weiter sie hier hochläuft. Na toll. Das Spiel macht mich fertig irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, heißt das, wir sind in der vorletzten Ebene angekommen? Wenn das jetzt Level... Ach so, da waren die Edelsteine drin, ne? Wobei, da ist jetzt Kohle drin. Nein. Nimm doch einfach mal das, wo ich dran... Ach so, ich habe jetzt... Ah, ich bin so blöd. Ganz, ganz blöd, weil ich habe nämlich jetzt gar nichts Neues gemacht. Ja, ich weiß irgendwie gar nicht, was brauchen wir denn jetzt alles? Ich schau mal hier. Also wir brauchen auf jeden Fall den Schlüssel für die nächste Ebene, das definitiv. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man den jetzt nur noch unter den anderen bekommt oder ob man den jetzt auch noch unter dem normalen Erz bekommt. Oh, da haben wir noch mal einen Pilz. Einen She-Take-Pilz. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie mir das einer in die Kommentare geschrieben hat, wie ich es vorlesen soll. Also kein Shit-Take, sondern ein She-Take-Pilz.
Hört sich bescheuerter an als das erste irgendwie. Aber wer weiß, was das zu bedeuten hat. So. Ja, ich wollte euch aber eigentlich nicht dazu mitnehmen. Deswegen, ich werde jetzt gleich noch mal ein, zwei Mal was essen, um hier noch ein bisschen weiterzumachen. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, warum ich hier überhaupt am Farmen bin. I'm all out of strength. Ja, es war so klar. I could make or buy some... Ja, ist gut, ist gut. Ich glaube aber, ich brauchte irgendwie... Nee, Kupfer brauchte ich, glaube ich, nicht. War das Eisenerz oder was? Irgendwas brauchte ich auf jeden Fall, um... Ah, jetzt macht es nur noch ein Drittel. Ach ja, wir haben jetzt mehr Ausdauer, glaube ich, oder? Kann das sein? Ja, ja, klar. Wir hatten ja diesen Ausdauer-Booster bekommen. Ja, ich würde sagen, ich cutte das jetzt hier erstmal und hole euch dann dazu, wenn irgendwas Wichtiges sein sollte, wenn ich einen Schlüssel finde, was ich ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr so wirklich glaube, weil das dauert unheimlich lange, bis man sowas gefunden hat. Und hier war ich ja jetzt auch schon ein paar Mal. Und ja, guckt dann mit euch vielleicht gleich nochmal, wenn es nachts ist, im Wald auch nochmal. Bis gleich. Ah, ich habe gerade gesehen, dass ich überhaupt gar kein Erz dafür brauche, sondern dass ich die Muscheln dafür gebraucht habe. Ich bin manchmal so, ich sage jetzt nichts mehr dazu. 4 Stück brauche ich, damit ich das Ganze abgeben kann, wobei ich mir nicht so sicher bin, was mir das Ganze bringt, wenn ich jetzt die Aufgabe abgebe. Mehl können wir noch nicht machen, da wir noch keinen Weizen haben, muss ich aber demnächst definitiv auch nochmal machen. Ja, jetzt weiß ich nur nicht mehr, für wen. Ach, das war für sie. Okay. Mit ihr habe ich auch, glaube ich, heute noch nicht gesprochen. Ich werde jetzt noch mal hier überall wie blöde rumlaufen. Und dann werde ich sie suchen. Und falls ich sie gefunden habe, dann werde ich euch wieder hinzuschalten. Und da ist sie auch schon. Sehr schön. Marty Emerson came by my clinic, asking for antihistamines. Strange that a man who is allergic to animals would choose to open a ranch. Judging by the bite on his hand, I better keep plenty of antibiotics in stock, too. Ja, jetzt bin ich etwas verwirrt. Dies ist eine Praxisanfrage. Ach so, die ihr während der Arbeitszeit überbracht werden muss. Na toll. Jetzt sehe ich übrigens auch gerade da oben drüber. Also da bekommt man ein bisschen Geld für, deswegen... Naja gut, fürs Geld alleine weiß ich nicht. Ich dachte immer, dass sich die Herzen dann auch was verbessern. Aber das ist anscheinend nicht so. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt nochmal ein bisschen vorlaufen lasse, dass ich es dann zur Nacht machen werde und dass ich euch dann gleich in der Nacht im Wald wiedersehen werde. Bis gleich! Lena... The teenagers don't still jump over the bonfire at the summer festival, do they? No. I mean, Sebastian keeps threatening to build a skate ramp and do a flying trick over it. But I'm pretty sure Violet would confiscate his skateboard before he could. So, ihr Lieben. Wir haben Nacht und wir sind im Wald und... Ja, genau. Das hatte ich nämlich gehofft, dass nämlich immer die Leute, die wir... enttarnt haben, Honig, dass wir die dann auch immer enttarnt sehen. Was will er jetzt mit Honig? Heard you've been asked to help with the summer festival. Yes, Sophia asked me to fetch wood for the bonfire. Balefire, you mean. Witches have been celebrating the solstice with balefires for millennia. Non-witch folk came along, kept the custom, changed the name. So it goes. They only remember part of the legend. How does the coven celebrate the festival? Oh, we join in with the rest of the town at the balefire. Our own traditions, we keep to ourselves. Say, you got any milk and honey? What for? Oh, is it another potion? You gotta learn your summer rites, novice. We leave offerings for the fey folk every summer. It's tradition. Okay, well, honey, I can handle. But milk, I don't have a cow. The island will provide. Are you telling me to just... search for a cow? Course not. You might be able to strike a deal with the rancher who just moved in. Okay.
Allerdings war die Milch teuer, soweit ich mich erinnern kann. We have to meet at night to keep the coven secret from the townsfolk. But make sure you get your sleep. Tired witches just brew up trouble. And not the good kind. Okay. We should update the coven offerings from just milk and honey, you know? It's just not very 21st century. Maybe we should try offering hoverboards or a gamer chair. Okay. You are forbidden to approach the Standing Stones. Why is that? It's not for you to know. Who is it for to know? That isn't your concern. Das ist so ein dämlicher Dialog irgendwie. Naja, komm, hier können wir auch nochmal was reinmachen. Mondblume brauchen wir aber für den Tee, glaube ich. Deswegen nehmen wir mal Hexenkraut. Nein. I got a letter from an institute focused on herb lore. They want to recruit me. I love potions, but I'm not sure if that's the right move for me. I can't believe magic schools are actually a thing. Girl, they've been around for ages. They're also crazy expensive, so it's like, probably not a real option. The High Priestess may seem overly cautious to you, but we've lost too many members in recent years. We need every witch we have to keep the wellspring balanced. Hm. Das konnte ich, nee, das konnte ich noch nicht machen. Okay. Ja, also ich sollte wirklich mal schauen, dass ich mehr Bienen auch dahin stelle. Deswegen wollte ich eigentlich ja mit, ich weiß gerade nicht mal, wie er heißt, sprechen, der mir das Ganze aufbaut hier von der Werkstatt. Aber der ist ja ständig nicht am Arbeiten. Da ist zwar ständig Licht an, aber da ist nie irgendjemand drin. Habe ich mit dir heute schon gesprochen? Habe ich dich schon gesehen? Nee, ne? Dad used to get nervous before every summer festival because he had to make a speech. And he hates giving speeches. Then why did he run for mayor? He just really loves Fairhaven. Sucks that he had to leave. Violet yelled and said he didn't need to take a job somewhere else, but he did the right thing. Okay. Na gut. Ja, bleibt uns jetzt eigentlich wirklich nicht mehr viel übrig. Eigentlich müssten wir jetzt nur noch ins Bettchen gehen und hoffen, dass der morgige Tag, also sprich der Montag, ganz schnell kommt, damit wir da dann endlich weitermachen können, dass wir endlich das Ganze bauen lassen können und vielleicht dann schon die nächste Skizze abholen können, weil ich möchte gerne unbedingt hier unten die Kräuter machen. Ach so, da wollte ich noch mal eben geguckt haben. Von vorne, ja, das ist dann gleich viel beziehungsweise gleich wenig, glaube ich, ne? Naja, ist ungefähr gleich viel. Na gut, dann kann ich da nicht allzu viel dran ändern. Dann sage ich mal gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao! Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like und wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich auch gerne tun.